So, was gibt's hier? Hier ist wieder Licht. Und dann ist da auch noch so ein Kasten. Ich kann ja sogar sliden, nicht schlecht. Wo ich gleich mich hinter verstecken muss, aber ich war zu spät. Muss gleich mit dem Kasten da laufen. So, diesmal sind wir aber nicht so weit nach hinten geworfen worden, sondern gleich hier. Wie cool. Ja, ich weiß, ich muss auf diese Seite. So. Alles gut. Reg dich nicht auf. In sowas bin ich eigentlich nicht gut, aber naja. Klappt schon. So, und schnell durch hier. Ja, das ist aber fies gemacht, das muss ich auch mal sagen. So. Nein, ich will mit ihm laufen. Scheiße, schaffe ich nicht, ich bin zu langsam. Och, jetzt macht er doch nicht so einen Heckmeck drum. Komm. Ich habe aber keine Lust auf den Wagen zu warten, das ist das Problem. Da. Ja, ja, wir sind ja wohl hinterm Wagen. Das kleine Stück da, das kannst du ja wohl nicht zählen. Blödes Auge. So, jetzt aber vorsichtig hier runter. Ich hab's einfach nicht mit der Perspektive so raus, ne? Das ist immer ein großes Problem von mir. Rennen, würde ich sagen. Und ich. Das war ja mal richtig knapp. Pass auf. Eieiei. So. Das Spiel zieht an, das wird ein bisschen schwerer. Das Gefühl. Unsere Freunde sind auch auf der Flucht. Das Gefängnis habe ich jetzt als Errungenschaft. Jetzt bist du schon wieder zu tief. Ja, Kamera, das ist doch jetzt wieder zu hoch. Ist auch schon wieder so ein Auge. Hat das mit den Augen auf sich? Gut. Mal diese Treppe hoch, die sieht sehr stabil aus. Das ist sehr vertrauenserweckend. So, ist hier irgendwas? Hallo? Hast mich aber erschreckt, mein Kleiner, wa? Hey, ich will da auch rein. Schön die Tür aufmachen und dann rein damit hier. Ich darf da nicht rein. Okay. Ich darf da nicht rein. Aber hier ist ein Stuhl. Ah. So wird natürlich ein Schuh draus, obwohl ich keine Schuhe anhab. Aber. Es geht doch bestimmt gleich an das Auge, oder? Den Knopf drücken. Drück ihn. Was ist das? Okay. Verschiedene Kameraansichten. Da sind unsere Freunde.
Da ist irgendein ekeliges Vieh, was ich gar nicht wissen will, was es ist. Treppenaufgang. Da ist die Frau, von der wir geträumt haben. Und das war's. Okay. Was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Hey! Willst du ihn? Lass dich doch mal umarmen! Was machen wir denn jetzt mit dem Stuhl? Steht ja auch wieder ein Stuhl, aber was? Was hat der Stuhl zu bedeuten? Irgendwas hinter, oder? Ist hier was an der Seite, was man drücken kann noch? Nee. Die Frage ist, warum steht da ein Stuhl? Wir gehen erstmal zurück, weil es ging ja auch noch nach oben, ne? Noch weiter. Das bringt mich hier nicht weiter. Gehen wir doch mal noch höher. Haben wir ja so eine Augentür. Wie viel haben wir überhaupt? 23 Uhr. Da müssen wir leider ins Bett. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein kleines Bällchen. Und eine Toilette, die im Gegensatz zu anderen Sachen ziemlich klein aussieht. So, müssen wir den Ball da jetzt genau drauf werfen, oder was? Kann ich überhaupt werfen? Wüsste jetzt nicht wie. Ah, okay. Aber irgendwie komme ich da nicht hoch genug, oder? Nee. Kann ich noch anders werfen? Kann ich mit was anderem werfen? Hier mit der Dose vielleicht noch höher? Der Ball vielleicht zu schwer? Okay, mit der Dose wird das noch weniger. Oh, wir können aber... Ich glaube, wir können hier schon so durch, oder? Vielleicht gibt es hier noch einen Stuhl oder so. Kann ich das schieben? Lalalala. Ich war das nicht. Das war ich nicht. Tut mir leid. So, was haben wir hier? Ein Schloss. Ich habe ja bekanntlich keinen Schlüssel. Das heißt, wir müssen uns nochmal kräftig umgucken. Vielleicht können wir hier irgendwo den Koffer oder so nehmen. Ah, guck mal. Der Koffer ist es. Müssen wir uns gleich den Ball wiederholen und dann muss hier da oben irgendwo ein Schlüssel sein anscheinend. Ich hoffe mal, was war das denn? Zaubertrick hier. So, nehmen den Ball mal mit. Ah, gucken, dass ich den Ball da hochkriege. Ich kann irgendwie nicht werfen. Doch jetzt. Wie kriege ich den Ball da drauf? Wie kriege ich den Ball da drauf, ist die Frage. Oder kann ich ihn da einfach hinlegen? Ein paar andere Tasten drücken, aber... Ah, nimmt sie den nur so runter, okay.
Ja, da muss ich den da irgendwie drauf schießen. Ich weiß nur. Ja, schön. Das war genau die richtige Richtung. Wenn ich den ganz ran schiebe, kann ich den noch dagegen werfen, oder? Hier so. Ne, bleib mal weg. So. Dann einfach von hier werfen. Dann ist da natürlich noch ein kleiner Spalt. Ach, ist doch schrecklich. Also, noch näher dran, wenn es geht. Komm schon. Darf kein Spalt zwischen sein, sonst rollt der Ball da nämlich immer rein. So, jetzt aber. Zack. Na, geht doch. Nein. Der rollt wieder runter. Das ist schwerer wie gedacht. Was ist, wenn ich davor laufe? Okay, wie soll das denn gehen? Fragezeichen. Ich kann den Ball ja nicht damit hochnehmen, oder? Kann ich da irgendwie hochgehen? Kann ich wenig werfen? Jetzt bin ich echt überfragt. Ich kann auch nicht weniger. Oh, ich kann weniger werfen. Wollte er wieder dazwischen. Ich krieg die Krise gleich hier. Irgendwas muss da doch eigentlich noch liegen, oder? Die Dose oder so, ne? Weg damit, dann können wir die nochmal bestimmt ein bisschen weiter anschieben. Nö. Wahrscheinlich wegen den Scherben. Okay. Verkackt. Wieso kann ich den jetzt nicht noch ein bisschen werfen? Das verstehe ich nicht. Ich kann nur ganz doll, oder? Wenn ich weit weg stehe, kann ich. Jetzt kann ich, okay. Aber der rollt immer wieder runter. Komm, komm, wie hoch? Jetzt schau ich dir. Oh. Und wie, ich treffe jetzt nicht. Aber das bringt ja gar nichts, wenn ich. Ich muss doch jetzt gar nicht mit dem Ball werfen, oder? Es ist spät. Es ist spät, lass mich in Ruhe. Die ganze Zeit den Ball da zu treffen und muss gar nicht den Ball nehmen. So. Das auch keiner erzählen, wa? Hopp. Was auch immer da jetzt passiert ist, wir gucken uns das gleich an. Ich glaube, hier kann ich nicht weiter, oder? Da war bestimmt der Schlüssel drin. Ne, der Schlüssel ist da, okay. Dann sollte ich aber nicht da lang gehen, weil sonst falle ich gleich wieder runter. So. Okay. Autsch. Aber was ist denn da jetzt passiert? Warum kann ich eigentlich durch Scherben laufen? Ich dachte eigentlich, der Schlüssel wäre in der Figur gewesen, aber dann nicht. Was sollte das jetzt mit dem Ball? Hab ich bloß in Ruhe mit dem Ball. Soll ich den Schlüssel da oben irgendwie hinschießen? Das funktioniert. Das ist ganz witzig gemacht eigentlich, dass sie den Schlüssel so wirft. So, einer mit. Und weiter geht's endlich. Oh, wer ist er denn? Das ist der Apfel zum Öffnen der Tür. Oh Gott, was kommt jetzt? Ist das ein Fahrstuhl?
glaube ja. Da brauchen wir natürlich unsere Spielfigur hier wieder, damit wir den überhaupt aktivieren können. Komm mal mit, kleiner Mann. Ich habe gesagt, komm mit. Klingt wie eine Fledermaus. So, und dann geht's nach unten. Aber ich will vorher mal gucken, ob wir nicht hier noch einen Spaß machen können. Aber ich kann halt gar nicht hüpfen, fällt mir gerade auf. Das ist wahrscheinlich nur Laden. Ladezeit. Um ein neues Level zu machen. Ja. Weiter geht's. Machen wir mal ein kleines Lichtlein an. Oh, was jetzt? Schlechte Luft. Ich kann weiterlaufen. Schon wieder Hunger, ne? Stimmt, ich habe auch Hunger. Komm, mach erstmal ein Lämpchen hier an. Hoffentlich finden wir gleich was zu essen. Nein, nicht ohnmächtig werden. Schlechte Idee. Eine Ratte. Die sind auch schmackhaft. Da liegt doch jemand. Komm hier, ess. Ess einfach. Lecker Fleisch. Hm, was auch immer das für ein Fleisch ist. Oh nein. Upsi pupsi. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese komischen großen Wesen uns essen. Wir nur so Hungerhaken sind. So, kommen wir irgendwie raus? Nach hinten kann ich nicht, aber ich kann zu der Seite. Komm schon. Geht da gar nichts. So. Nicht gleich so. Schnell raus hier. Ich würde euch ja noch helfen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht wie. So. Nee, nicht mehr schieben, sondern hüpfen. Kommen wir noch nicht dran, ne? Wo ist der denn? Was ist der auf der anderen Seite? Da. Ach, da ist der. Okay. Ah, okay, dann schließt gleich die Platte. Ich könnte wieder die Zeit ausnutzen. Aber ich kann mich schwingen. Das heißt, ich kann mich da gleich so durchschwingen. Hui. Hui. Müsste eigentlich schon reichen. So. Da sind wir ja gerade nochmal entkommen. Ich sehe gar nichts. Ist hier irgendwo eine Tür oder was? So, ich trotte. Kann ich auch mal Licht anmachen. So.
Kann ich hier hoch? So findet sich der Weg natürlich. Kann ich die Kerze anmachen? Wunderschön. Hier auch eine schöne Badewanne. Schön baden jetzt, ne? Also wie schon gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden gegessen. Oh. Und jetzt weiß ich auch mit Sicherheit, dass ich gegessen werde. Lass mich nicht. Lass mich nicht. Nee, Vicky, der riecht mich. Oh oh. Okay. Fuck, hat er gesagt. Sagt man aber nicht. Okay. Unser erster richtiger Gegner, der auch was macht. Die Frage ist natürlich, wie kann ich denen entkommen? Scheint mich ja zu riechen. Wie man sieht. Vielleicht gucken wir mal, ob man hoch kann. Boah, in der Luft gefangen. Man sieht aber nicht, was der mit uns macht. Also ich komme da nicht hoch. Der riecht mich einfach. Das ist das Problem, der riecht mich sofort. Kommt sogar hierher. Was mache ich denn da? Ich glaube, ich sollte schnell an dem vorbeirennen, aber... Wohin ist die Frage, ne? Wohin? Wenn er mich sowieso riecht, muss ich irgendwo hier... Ach, guck mal, ja. Da müssen wir rein. Okay. Da weiß ich ja Bescheid. Komm, hässlicher Mensch. Lass mich in Frieden. Also, normalerweise wäre ich ja an ihm vorbeigeschlichen, aber das hat ja nicht geklappt. Ach, jetzt komm. Wie schnell soll ich denn sein? Schneller kann ich ja nicht rennen. Das ist ja schon Rennen. Ah, hier ist Sliden. Ich muss da reinschleiden. Da ist er nämlich. Da ist er. So, jetzt hier reinschleiden. Zack. Blödes Schwein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, wie schnell soll ich denn sein, da das Ding dran zu machen, wenn er da sofort reinkommt? Das ist ja... Taktik erfordert das jetzt. Also, wir können da reinsliden, aber der kommt auch da rein. Okay, wir können da nicht reinsliden, weil er manchmal einfach zu schnell ist. Das war ziemlich dumm, aber jetzt kommt er sofort nach.
Was soll ich denn machen? Soll ich da hinten hoch? Vielleicht gehe ich auch erst da hinten hoch. Bis der weggeht oder so. Der kam ja sofort nach. Okay, du hässliches Stück Scheiße. Du hast nicht mal richtige Beine und deine Arme. Viel zu lang. Ja, in Ruhe. Sowieso zu blöd zum Reinlaufen. Also ich versuche hier hinten hochzugehen. Ob ich da nicht kriege, aber ich kann da gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt echt überfragt. Ich kann ja nur versuchen, das Ding da reinzusetzen. Und bei dem Versuch nicht schon wieder hier zu landen, weil das langsam ziemlich öde wird. Ja, das macht Spaß. Das ist Spaß. Spaß pur ist das. Immer wieder dieselbe Anfangssequenz zu sehen. Was soll ich denn da machen? Warum riecht er mich überhaupt? Da hätte ich doch die Badewanne benutzen sollen. Okay, konnte ich den jetzt ein bisschen verarschen anscheinend. Lauf und springen. Puh, haben wir es ja noch geschafft. Gott sei Dank. Blöde Dreckschwein da. Ging mir nämlich schon dezent auf den Keks, ne? Hierzu das bitte mal an. Hallo? So. Wie auch immer die Schuhe hier hinten hinkommen. Ich hab keine Ahnung. Ach du Heiliger. Noch mehr Schüchen. Wieso nehme ich mir eigentlich nicht mal ein paar? Ich habe ja auch keine Schuhe an. Was ist das? Auf jeden Fall nichts Schönes. Also auf der Seite. Hä? Ich bin doch da hochgesprungen. Wow, wieder so eine Spaßstelle hier. So. Komm, lauf. Kann ich rennen? Ich weiß nicht, ob die jetzt rennt. Quasi. So. Wie sie unterwegs ist. Problem ist. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Keine Ahnung, wo als nächstes hin, aber ich denke mal einfach in diese Richtung. Komm, lauf. Geht doch. Hui. Es wird immer anstrengender hier, muss ich sagen. Hier nicht schon? Oh, oh. Frage ist, wo soll ich sonst hin, ne?
hässliches Stück Dreck. Oh, mein Freund. Diese Freunde, die haben uns gerettet. Gerade nochmal gut gegangen, würde ich sagen. Dank unserer Freunde. So, was ist jetzt mit dem hier? Moment. Ich kann da hoch. Wusste ich nicht. Oh. Kann ich da hinten eigentlich hoch? Ui. Ich kann auch da hinten hin. Okay. Was kann ich hier machen? Ich kann nicht an der Kiste ziehen. Ich kann aber hier hoch. Was bringt mir das? Kann ich nicht hoch? Okay. Nee, Alter, jetzt habe ich es gesehen, was wir überhaupt wollen. Komm. So, also jetzt halt nicht. Ich kann hier wieder hoch oder so ein Blödsinn. Ich sehe da natürlich auch nichts, ne? Also, wenn ich jetzt hier irgendwo hoch könnte. Hier sind ja Bretter. Ich denke mal, ich kann hier irgendwo wieder hoch. Die Frage ist nur, woher soll ich wissen, wo das ist? Hier komme ich ja augenscheinlich nicht hoch. Ich kann ja auch nirgendwo springen. Ist gerade ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. Wo soll ich denn jetzt hin? Also hier komme ich nirgendwo hoch, weil hier kann ich nirgendwo springen. Das heißt, hier ist kein Durchgang. Dann hier unten? Das ist natürlich die Frage, ne? Ich komme ja auch nicht mehr hoch anscheinend. Hä? Okay. Kann ich vielleicht so ein Brett da irgendwas mitmachen? Er hat einen Löffel, der kleine Mann. Ja, Freunde, was soll ich jetzt hier machen? Hier ist kein Anhaltspunkt, was ich hier machen kann. Ich kann hier nicht springen, ich kann hier nicht irgendwo dran gehen. Kann ich die vielleicht ziehen? Was ist das denn? Das hört er auch nicht. Ich bin jetzt echt super fragt, Freunde. Ich kann da nicht ziehen. Irgendwas übersehe ich doch. Gerade alles, aber irgendwie seht ihr gar nichts, Freunde. Und ich kann nirgends springen, das heißt, ich kann auch nirgendwo hoch.
oder so? Jetzt irgendwas übersehen? Hä? Was soll ich hier tun, bitte? Okay, hier hinten war die Figur. Ich denke nicht, dass man hier hinten irgendwas machen kann, weil hier schon die Figur war. Ich kann ja auch alles drücken, passiert aber nichts. Er guckt immer seinen Löffel da an, aber ich kann hier auch nicht, ich kann keinen Lärm machen. Nix kann ich machen. Hä? Was zum Teufel soll ich denn hier unten tun? Irgendwas habe ich doch wieder übersehen. Hier ist so ein Spalt oder so. Hier ist eine Treppe. So wird ein Schuh draus. Guck mal. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein... Ja? Was ist das? Ich jetzt schon kochen war. Frage ist ja, wo muss ich jetzt hin? Hier hoch? Wo war ich denn da? Na gut, da wissen wir wenigstens, wo wir jetzt hin müssen. Ich bin echt schon am Zweifeln, ob ich dumm bin oder nicht. So, dann wach mal auf. Gehen wir gleich hier hoch, mal wieder. Wir dürfen, ja. Mal fragen, ob man den irgendwie ablenken kann. Durchgreifen kann. Geht lieber ein Stück weg. Man weiß ja nie, ne? Wie sehr ich stinken muss, dass er mich jetzt da schon riecht. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Na, ich denke mal, wir müssen die Schubladen hoch. Kann man den vielleicht überlisten, indem man einfach stehen bleibt? Oder wie? Ich dahin nur, wenn man sich bewegt. Jetzt komm hierher, du. Pissbacke. Los! Rennt halt! Ich hab doch keine Zeit. Ich muss doch Zeitungsaustragen. Er will einfach nicht. Weil ist doch das ein... Ja, ich komme nur durch die Schubladen hoch, glaube ich. Was macht der da denn? Der soll hierher kommen. Was macht der doch mit Absicht? Ist das nicht, der kommt jetzt. Warum tut er denn so, als würde er einen riechen, wenn er einen dann gar nicht riecht?
hört. Leise. So. Ich den jetzt in die Richtung schmeiße. Kann ich nicht. Der ist doch extra dafür da, dass ich den ablenke. Hör doch auf. Das hat ja wenigstens mal geklappt hier. Sag ich nur. So, dann hier mal durch, ne? Der kommt bestimmt gleich nochmal wieder. Ist nur so eine Vermutung.